Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Mit DAX, Dow 30 und Euro-Britischem Pfund starten wir die neue Handelswoche mit dem Blick in die Charts. Allen Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauern hier an dieser Stelle natürlich auch von meiner Seite her ein persönliches Hallo und die Einladung. Wer eine Frage hat oder einen Wunschmarkt, nicht scheu sein, einfach in die entsprechenden Felder hier im GoToWebinar oder auch auf unserem Facebook-Kanal mit eintragen und dann gehe ich sehr, sehr gerne auf diese Charts an. Alle anderen, die diese Aufzeichnung schauen, kommen Sie gerne mit rein. Morgens um 8.30 Uhr geht das Ganze hier los. Vielleicht passt es bei dem einen oder anderen auch mal live mit dabei zu schauen oder vorbeizuschauen. Liken Sie einfach die Facebook-Seite von Tickmill. Einfach in Facebook Tickmill Deutsch eingeben in der Suche. Oder aber Sie gehen auf die Website von Tickmill und dann können wir hier die Webinare direkt zur morgendlichen Besprechung buchen, das also über die beiden Kanäle. Olaf, Ludger, Rolf, ich freue mich, es werden auch immer mehr Zuschauer, das freut mich auch sehr, eine wachsende Community hier und wir schauen jetzt natürlich wieder rein in die Charts. Zuvor der Risikohinweis, den bitte ich hier an dieser Stelle, Elena, guten Morgen, auch mit zur Kenntnis zu nehmen, wie es geschrieben steht, Sie können es lesen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen, da wir am Freitag kein Webinar hatten, gehen wir heute noch auf die Wochenplanung ein, weil wir müssen ja wissen, welche wichtigen Nachrichten hier auf uns warten. Das machen wir gleich im nächsten Blick hier. Der Ausblick für die wichtigsten Daten aus den USA und der Eurozone und China hier für Sie einmal aufgeführt. Heute gibt es aus den USA um 13.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze. Morgen dann aus Großbritannien die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Wir haben mal wieder eine Parlamentsabstimmung über den Brexit-Deal. Das steht zumindest jetzt hier in der Terminplanung. Ob der stattfindet, lassen wir uns einfach mal mit überraschen. Um 13.30 Uhr haben wir dann aus den USA den Verbraucherpreisindex. Am Mittwoch bekommen wir dann wieder aus Großbritannien ein Statement zur Frühjahrs Prognose, also das Ganze auch wirtschaftlich angehaucht. 13.30 Uhr dann aus den USA den Auftragseingang für die langlebigen Güter und den Erzeugerpreisindex. Am Donnerstag bekommen wir aus China Daten zur aktuellen Industrieproduktion und am Freitag gibt es hier bei uns in der Eurozone den Verbraucherpreisindex und aus den USA zum Stellenmarkt hier die JOLTS-Stellenangebote. Das also in der Überblick einmal die wichtigsten Nachrichten für die kommende Woche, also für die aktuelle Woche, die ja heute schon mit angefangen hat. Und damit gehen wir vom Wochenausblick in den Tagesausblick. Heute ist nicht wirklich so viel. Wir haben es ja gesehen, hier haben wir noch den Einkaufsmanager-Index aus Großbritannien hier im Thema Baugewerbe um 10.30 Uhr. Da müssen wir einfach mal gucken, was da passiert. Das sind halt Dinge, die können dann in der Regel den entsprechenden Index möglicherweise oder auch die Währung etwas beeinflussen. Das wird in aller Regel jetzt keine großen Auswirkungen haben auf den Euro-Dollar beispielsweise. Das hier mit zur Information. Gut, dann schauen wir einfach mal weiter hier, was denn da auch kommen mag diese Woche. Das werden wir jeden Morgen dann auch miteinander besprechen. Wir schauen dann jetzt gleich in die entsprechenden Charts hinein. Ich rufe mal eben noch das Chart-Tool hier, unseren MetaTrader mit dem Stereo-Trader-Add-on oben auf und hier. Ja, wir starten einfach mal mit dem DAX, den Lieblingsindex hier der Deutschen. Das Ganze natürlich, weil es unser Heimatindex ist. Gucken wir hier rein, wir haben den großen Abwärtsverlauf ja mittlerweile hinter uns gelassen, beziehungsweise sind wir sehr, sehr weit vorangeschritten. Wir haben es ja unten gesehen, wir haben den Abwärtstrend gebrochen, als wir hier unten reingelaufen sind. Dann gab es den Aufwärtstrend, hier gab es mal einen kleinen Schwung unten drunter und seit dem Schwung läuft der Markt auch wieder oben. Wir haben allerdings jetzt noch keinen, so sage ich mal, klassischen Trend. Wenn man von Trends spricht, sagt man ja, okay, ein Trend ist gebrochen, wenn das letzte Tief in das letzte Trendtief hier unten unterschritten wird. Das heißt, war die Phase, hier gab es mal einen Bruch. Das heißt dann nicht, dass die Kurse danach nicht wieder in Richtung dieses Trends laufen. Das heißt nur, der alte ist erst einmal weg. Man muss erst einmal schauen, ob es einen neuen gibt. Das kann dann einfach so weitergehen, wie auch immer. Aber im kurzfristigen Trading ist es halt gut, wenn man das weiß, wenn man das Ganze so ein bisschen auch beachtet und sich daraufhin auch ein bisschen vorbereitet, was
denn jetzt hier kommen kann. Und was wir hier sehen, ist halt, dass wir hier direkt nach dem Trendbruch wieder angestiegen sind. Wir sehen jetzt hier auf Tagesbasis noch keinen Trend, ne? Wir wissen ja, ein Trend ist sowas hier drüben, besteht aus Bewegung, Korrektur und Bewegung. Jetzt haben wir hier eine Bewegung wieder in Richtung des alten, übergeordneten oder vorhergehenden Trends. Der ist jetzt da, das haben wir hier in der Stunde. Ich habe das mal ein bisschen skizziert hier, wie der grobe Stundenverlauf gewesen ist. Wir haben hier unten nach unten hin, wenn wir doch oben abprallen sollten, erst einmal, weil ein bisschen was an Korrektur kommt, hier oben in dieser Marke um knapp 11.700 Punkte, da müssen wir ein bisschen nach unten schauen. Da haben wir hier dann selbstredend ein paar Tagestiefs liegen. Das heißt hier das Tagestief vom Freitag um die Marke von 11.512 Punkte. Und dann haben wir hier unten so eine Unterstützungszone. Das ist so knapp die 11.400 Punkte Marke. Das ist auch eine psychologisch wichtige Marke. Das heißt, das sind Dinge, die könnten wir im möglichen Falle eines Rücksetzers auch mit antesten. Nach oben hin gilt es halt, diese 11.700 Punkte Marke zu überwinden. Wenn er das schafft, wenn er hier über dieses Zwischentrend hoch gegangen ist, im Abwärtstrend, das war ja das Korrekturhoch, das haben wir hier auf dem Zähler hier bei 11.691 Punkte, haben wir das liegen. Wenn wir definitiv drüber gehen, dann haben wir nach oben hin den nächsten Anlaufpunkt hier drüben, haben wir einen Zacken, wer könnte nach uns mit aktiv werden hier, das sind dann die 11.800 und knapp 50 Punkte, die nach oben auf uns warten können. Und wenn wir das Ganze mal in der Stunde uns anschauen, da sehen wir halt sehr, sehr schön die großen Verläufe, was ich skizziert hatte im Tagesschart, das ist sehr, sehr schön hier nach oben hin der laufende Aufwärtstrend. Hier haben wir diese psychologisch wichtige Marke auch von 11.400 Punkten und wir haben halt gesehen, hier drüben ist der Markt ein bisschen drumherum gelaufen und dann nach oben raufgegangen. Hier ist er wieder rangelaufen und dann nach oben raufgegangen. Das sind halt Dinge, die haben gewisse Relevanzen im Markt und da können wir auch davon ausgehen, dass da Relevanzen auch mit da bleiben, es sei denn, es gibt ganz, ganz schlechte Nachrichten. Was wir hier momentan sehen ist, der Trend steht in seiner weiten Bewegung und die weite Bewegung hat uns mittlerweile hier oben reingeführt, um die Marke von knapp 11.700 Punkten. Wir sehen es ja hier, das Hoch dieser Karte, dieser Marke war bei 11.698, also knapp unten drunter. Jetzt verkaufen wir erstmal ein Stück weit ab und da kommt es jetzt drauf an, was passiert dieser Trend, wenn er in Korrektur übergeht. Wir sehen halt hier schön den Schwung, des Korrekturtrends, den wir hier haben. Wenn der nach unten läuft, dann geht es etwas in die Bewegung des Stundentrends, also in die Korrektur des Stundentrends hinein. Das kann man fürs kurzfristige Trading mit nutzen. Die, die mittelfristig traden wollen, beziehungsweise aus der Korrektur des Stundentrends heraus, die müssen halt einfach nur abwarten, was passiert, ob sich diese Bewegung noch weiter fortsetzt, direkt über die 11.700 Punkte Marke oder ob wir etwas an korrektiver Phase sehen, etwas Regressives und das Ganze dann von unten raus nach oben hin traden. Das wird uns der Markt hier an dieser Stelle auch bald zeigen, nämlich mal an, das wird nicht lange dauern, bis wir dann eine Entscheidung bekommen, ob wir korrektive Phase sehen oder einen weiteren Fortlauf. Das können wir uns dann zeigen lassen. Genauso funktioniert das Ganze hier dann auch in den Märkten der USA. Wir schauen jetzt gleich mal in den Dow Jones noch mit rein, der US30 hier an dieser Stelle, den gucken wir uns selbstredend auch erst einmal im Tageschart mit an. Hier haben wir ihn liegen. Das Bild auch hier, wir sehen es sehr, sehr schön in einem schönen, weit gelaufenen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend hier, der steht auch schon relativ weit in seiner Bewegung, wenn man einfach mal sieht, hier hat sich der Trend fortgesetzt. Das Trend hoch, das alte Trend hoch war bei 25.433 Punkten. Seitdem ist der Markt hier drüber gegangen und ist weit, weit, weit in die Bewegung reingelaufen. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich so die korrektive Phase so ein bisschen anfühlt. Wir können hier eine Korrektur über die Seitwärtslinie sehen oder aber nach unten hin. Die Entscheidung rein technischer Natur aus der Chartanalyse heraus wird irgendwo, glaube ich, diese Marke von 25.800 Punkte spielen, weil wir haben es gesehen hier drüben, ich mache das mal kurz etwas größer, ist der Markt im Stundentrendverlauf auch schon mal rangelaufen, hat danach wieder direkt nach oben gedreht. Das heißt, wenn wir hier nicht deutlich drüber hinauskommen und unten drunter durchbrechen, dann wäre das hier eine korrektive Phase unter den 25.800 Punkten. Was haben wir als Anlaufpunkte runter? Hier möglicherweise das Ausbruchslevel aus dem Stundentrend um die Marke von 25.629 Punkten, beziehungsweise dann hier das Korrekturtief unten drunter, wenn wir mal in dem Trend der Stunde bleiben, da haben wir ein Korrekturtief bei 25.276 Punkten liegen oder aber auch hier
gerne auch genommen von den Marktteilnehmern solche Ausbruchslevel über dem aktuell laufenden Trend. Das ist ja der grün skizzierte hier. Und da haben wir das Ausbruchslevel bei 25.433. Das sind Dinge, die sollte man definitiv nach unten auch mit auf der Uhr haben, wenn es denn in eine Korrektur hineingeht. Mit Blick nach oben, da scrolle ich den Chart mal wieder ein klein wenig zusammen, mit Blick nach oben, wenn wir uns über diese 26.090 Punkte drüber hinaus begeben, dann haben wir nächsten Anlaufpunkt hier an dieser Stelle bei 26.283 hier. Das ist eine sehr, sehr wichtige Marke. Was ist, macht diese Marke so wichtig? Wir haben hier oben an dieser Stelle ein Hoch aus dem Wochenchart. Wir blicken mal ganz kurz in den Wochenchart hinein, da wieder etwas näher ranzoomen. Und da sehen wir einfach mal, wenn wir mal das große Bild nehmen, das sind jetzt, was ich hier skizziert hatte, das sind so Schwungmarken, die wir da gesehen haben. Aber wenn wir das richtige Bild nehmen, hatten wir hier die erste initiale Bewegung. Dann hatten wir hier oben rein die Korrektur. Die hat ihr Hoch gefunden bei 26.283 Punkten. Und dann kam dieser weite Move nach unten. Und das ist halt jetzt etwas, wenn der Markt sich zum einen hier schon mal stabilisiert, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen weiteren positiven Fortlauf. Und wenn wir hier dann drüber gehen, dann haben wir es endlich geschafft, diesen Abwärtstrend auch rauszunehmen. Das ist jetzt rein technischer Natur. Und das ist dann natürlich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn wir darüber rausgehen, darüber rauslaufen, dann haben wir hier ein deutlich positives Zeichen gesetzt. Und danach wäre der Weg wieder in Richtung des Allzeithochs zu gehen. Das wird sich alles zeigen. Das sind aber Marken mit Relevanzen, die wir hier immer wieder sehen. Und diese Relevanzen müssen wir natürlich auch beachten und können wir beachten, weil dort entsteht in aller Regel Bewegung. Und das können wir für unser Trading im positiven Sinne auch mit nutzen. Das Ganze mal noch in die Stunde hineingeschaut. Das hatte ich ja skizziert hier in der Stunde. Dieser schöne Aufwärtsverlauf hier. Das ist die letzte Bewegung hier auf Tagesbasis. Und hier haben wir sehr, sehr schön den Stundentrend. Und hier oben gibt es halt auch so dieses kleine Achtungszeichen, wie wir das im DAX gesehen hatten. Dieser Trend, der hier gelaufen ist, ist halt jetzt erst einmal kurzzeitig gebrochen worden. Der Markt ist drunter gefallen, geht aber danach direkt wieder auf. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, was hier an dieser Stelle passiert. Wenn wir wieder oben drüber laufen, also das heißt, wenn wir von hier oben jetzt hier runter die korrektive Phase gesehen haben und wir direkt aus dieser korrektiven Phase wieder nach oben laufen, dann haben wir wieder den Markt in einem Trend nach oben laufen und das wäre dann das Zeichen, dass wir schön nach oben hin in die weiteren Widerstände reinlaufen. Das heißt hier, dass wir die knapp 26.090 Punkte Marke, wie wir sie gerade im Tageschart gesehen haben, hier, ich scroll das nochmal kurz etwas zusammen, das heißt, diese wichtige Marke hier drüben, hier diese 26.090, dass wir die dann definitiv hinter uns gelassen haben. Das Ganze hier setzt sich weiter nach oben fort und dann haben wir schon die nächste Marke nach oben mit im Blick. Das hier im Dow Jones und dann blicken wir noch in die Währung rein. Euro, britisches Pfund an dieser Stelle, auch im Tageschart. Das muss ich nur ganz kurz reinholen. Hier haben wir den Euro, britischen Pfund. Vor dem haben wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal gesprochen gehabt. Da hatten wir die Situation, dass wir hier unten diese Marke identifiziert haben, diesen längerfristigen Supportbereich hier unten drüber, um die Marke von, jetzt muss ich wieder groß zoomen hier unten, das nützt uns nichts im Wochenchart hier unten, um die Marke von 0,85290. Da sind wir reingelaufen. Wir haben hier eine wichtige Marke gebrochen hier, die 0,86170. Die hat den Trend, den ich hier markiert oder skizziert habe, in Fortführung gebracht. Jetzt sehen wir hier an dieser Stelle unten einen Rebound oben rein. Und der Rebound lief genau bis in dieses Level auch mit rein, in diesen Widerstandslevel hier, wo dieser Trend sich fortgesetzt hat. Und jetzt dreht er schon wieder um. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. An der Stelle können ja zwei Sachen passieren. Entweder wir sehen stärker, dass das jetzt nur leichte Korrektur ist und der Markt dann wieder nach oben dreht. Mit Blick nach oben müssen wir dann hier das Tageshoch vom Freitag im Auge behalten. Das sind die 0,26228, beziehungsweise wenn es drüber hinausläuft, hier haben wir dann an dieser Stelle das Tageshoch vom 26.02. bei 0,86640. Das mit Blick nach oben, eine Ausdehnung kann natürlich auch noch deutlich weiterlaufen im Sinne des Trends. Wenn wir allerdings die Marke nach unten laufen sehen, das heißt der Stundentrend sich nach unten fortsetzt, das gucken wir uns auch gleich nochmal an, dann haben wir hier wichtigerweise das Tagestief vom Freitag, wenn das unterschritten wird, das Licht bei 0,85705, wenn das unterschritten wird, dann ist der Weg erstmal frei wieder in diesen Supportbereich unten rein und da könnte es sein, wenn wir direkt runterdrehen, dass sich einfach dieser Bewegungstrend, den ich hier skizziert habe auf Tagesbasis, weiter nach unten fortsetzt und das können wir sehr, sehr schön auch im Zusammenspiel mit der Stunde sehen, was hier passiert und hier sehen wir halt, dass wir diese
Aufwärtsbewegung hier, die ist auch ein bisschen nach oben schön geschwungen. Hier gab es eine Seitwärtsbewegung und dann den Schub nach oben. Wenn wir jetzt hier drunter laufen, hier haben wir ja das Korrekturtief aus diesem leicht trendigen Markt hier nach oben. Wenn das gebrochen wird, dann sehen wir erstmal, dass das vorbei ist. Und wenn sich dann das Ganze hier schön nach unten schwingt und diese Marke hier unten auch rausreißt, was das Tagestief war, dann haben wir eher den Markt nach unten mitzusehen. Und da stellt sich dann halt die Frage, wie weit kann das Ganze denn laufen? Dann gucken wir hier nochmal in den Tageschart rein. Da muss ich allerdings ein ganzes Stückchen weiter zusammen zoomen, weil wir müssen da relativ weit in die Historie reingehen und da sehen wir halt, da kommt erstmal so zeitig nichts, wo wir relevante Marken im Markt haben. Ne? Relevante Marken im Markt sind immer die, die für den Trend ersichtlich sind. Das heißt, wir haben hier unten dann den nächsten Bereich. Ich skizziere das mal ganz kurz ein. Wir hatten hier drüben die Trendentstehung, als wir dann oben drüber gelaufen ist. Das ist auch das Level, was ich hier anskizziert hatte, hier drüben. Das war das erste Bewegungshoch, nachdem der Markt hier unten diesen Doppelboden gebildet hat und dann nach oben gestrebt ist. Und das war halt hier unten diese Marke, die ich skizziert hatte. Und das nächste war dann das erste Tief der Korrektur, als sich dann hier mit Bezug auf das alte ein höheres Tief gebildet hat. Das wäre dann der nächste Anlaufbereich nach unten hin. Da müssen wir mal kurz gucken, wo das sind. So ganz grob hier unten haben wir, was haben wir liegen, die 0, ja 83,8 in etwa. Da ist nicht viel daneben. Das heißt, da kann es dann schon passieren, dass ordentlich Schwung auf die Unterseite draufkommt. Und das können wir Händler natürlich sehr, sehr schön sehen, wenn die Stunde anfängt rumzudrehen und sich das Ganze dann in den Tag mit hinein entwickelt. Das also zu den heutigen Handelsideen. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz rein, was wir hier haben. Ich bekomme gerade noch eine Info seitens der Kalenderplanung, EZB-Sitzung und Non-Farm-Payrolls. Andreas, ganz lieben Dank für diesen Hintergrund. Ich habe es gestern aus dem Kalender in der Tagesvorbereitung rauskopiert. Wir gucken aber noch mal kurz rein, dass ich hier nichts vergessen habe. Das ist sehr nett, dass hier auch mit hingeschaut wird. Ich gucke mal kurz noch in den Kalender mit hinein, wann das kommt. Ich habe mir so eine Sache, schreibe ich mir nicht in meinen einzelnen Kalender rein. Ich mache jeden Tag die Tagesvorschau, aber wir gucken noch mal in diese Woche rein, was wir hier drinnen liegen haben. Und dann mache ich mal hier nur die wichtigsten Relevanzen rein. Das heißt, die zweitwichtigsten nehme ich rein. Und wenn hier was ungünstig gewesen ist, dann schauen wir da gleich nochmal rauf. Wir haben hier, wartet mal, am Mittwoch, genau, ja, wir haben noch Arbeitsmarktbeschäftigung aus den USA. Das sehen wir ja alles vom Prinzip her. Das BISPUK haben wir diese Woche auch. Sehr, sehr wichtig hier, auch mit der Relevanz 2. Da sprechen wir übrigens am Freitag drüber. Das BISPUK werde ich dann wie gewohnt auch in Gänze auswerten, dass wir auch mal schauen können, wie dieser wichtige Konjunkturbericht von dieser Seite mitläuft. Und dann haben wir hier am Freitag die Arbeitsmarktdaten auch in den USA. Die Arbeitslosenquote bekommen wir hier. Das läuft dann alles am Freitag und hier die Non-Farm Payrolls um 14.30 Uhr, dass das Ganze hier dann auch mit genannt wird. Gut, das hätten wir damit dann auch. Andreas, ganz, ganz vielen Dank und allen Zuschauerinnen und Zuschauern an dieser Stelle einen guten Start in die neue Handelswoche und wir hören, lesen und sehen dann morgen sehr, sehr gerne wieder miteinander. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.